Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Ich hatte es ja bereits in der letzten Woche angekündigt und heute ist es nun endlich soweit. Ich stelle euch den DJI Osmo Mobile 6 vor und zusätzlich habe ich mittlerweile mein Google Pixel 7 Pro erhalten. Das heißt, ich habe das schöne Wetter heute genutzt, um einfach mit dieser Kombination mal ein paar Filmchen zu machen. Und habe aber gleichzeitig auch mit meinem alten Setup, heißt Samsung S21 Ultra sowie DJI Osmo Mobile 3, ebenfalls die gleichen Filme gemacht, sodass man die halt mal wunderbar gegenüberstellen kann. Also einige Filme wie auch einige Fotos habe ich gemacht, dass man auch direkt mal die Fotoqualität von Samsung S21 Ultra und Google Pixel 7 Pro miteinander vergleichen kann. So, beginnen wir mit dem DJI Osmo Mobile 6. Das ist wahrscheinlich die ganz normale Bedienungsanleitung, wo die ganzen Kabel drin sind. So, und da haben wir das gute Stück schon. Also ihr seht, die Farbe hat sich schon geändert im Vergleich zum Osmo Mobile 3. Früher war das noch so ein Grau. Ich glaube, beim 5er hatten die sogar so ein ziemlich helles Grau gewählt. Und jetzt sind wir wieder beim Dunkelgrau gelandet. Hier sieht man schon die erste Änderung. Das ist so eine magnetische Klammer, die wird also direkt am Handy angebracht. Hier hinten ist ein Magnet drin und der wird dann hiermit verbunden. So, wenn wir jetzt die beiden mal direkt miteinander vergleichen. Das Stativ lasse ich jetzt mal drin, ich denke mal, das sollte jedem bekannt sein, was das ist. Man sieht also schon, dass sich auch vom Aufbau her einiges getan hat in den drei Generationen, die jetzt vergangen sind. Der DJI Osmo Mobile 3, da war der Griff noch wesentlich ausgeprägter. Und jetzt ist das ein ziemlicher Handschmeichler geworden. Hier an der Seite sehen wir auch gleich das nächste. Und zwar hat der Osmo Mobile 6 so ein kleines Rädchen, wo man wahlweise den Fokus mit verstellen kann oder auch den Zoom. Und früher beim alten war hier noch dieser Kipphebel. Was mir auch aufgefallen ist jetzt, ist natürlich hier oben dieser Arm, der ist hier bei dem Osmo Mobile 6 wesentlich kürzer. Und eine interessante Änderung ist natürlich hier auf der Seite zu sehen. Also hier haben wir zum einen den kleinen Joystick. Den gibt es hier natürlich auch. Aber zusätzlich haben wir da oben dieses Display. Und dieses Display zeigt halt immer an, in welchem Modi man gerade ist. Man kann ja hier verschiedene Modis einstellen, also wie der Gimbal sich verhält. Und bei den alten Geräten musste man halt immer raten bzw. durchschalten, um zu schauen, ob man jetzt gerade im richtigen Modi ist. Und mittlerweile wird das halt hier über dieses Display angezeigt. Ansonsten, was mir auch noch sehr positiv aufgefallen ist, bei dem alten Osmo Mobile 3, den musste man halt aufklappen, ausjustieren und dann halt einschalten. Und bei dem hier ist es so, sobald man den aufklappt, schaltet der sich automatisch ein. Ich muss mal schauen, ob ich das jetzt mit einer Hand hinbekomme. So, und schon ist er eingeschaltet. Das ist also sehr stark. Wenn man den nachher wieder ausschalten möchte, kann man das hier oben über diesen Knopf machen, wo dieses M drauf ist. Einfach circa 20 Sekunden gedrückt halten, wobei nach 5 Sekunden schaltet der schon aus. Was halt auch sehr schön ist, man sieht hier, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, diesen QR-Code. Das heißt, wenn man die App noch nicht auf dem Handy installiert hat, dann kann man einfach hierüber dann die Webseite aufrufen und dann diese DJI Mimo App installieren. So, ich denke, zum Großen und Ganzen reicht das bereits, was man dazu sagen kann. Es sind natürlich noch einige andere Details, aber ich sag mal so, wirklich interessant war es natürlich erst beim Film. Und ich würde sagen, wir springen jetzt mal kurz rüber zu den beiden Smartphones, um die mal miteinander vergleichen zu können. So, hier sind jetzt die beiden Smartphones im direkten Vergleich. Also was mir auffällt, ist halt, dass das Display des Google Pixel 7 Pro etwas breiter ist. Von der Höhe her sind die gar nicht so sehr unterschiedlich. Und mir ging es halt in erster Linie darum, ich wollte halt mein Video-Setup ein bisschen erneuern. Also ich meine, ich habe ja den DJI
Pocket Stick und auch die Drohne und so weiter oder auch meine Sony und Panasonic Kameras. Aber unterwegs ist es halt trotzdem cool, wenn man mal ein Smartphone dabei hat. Dann möchte man ja wissen, was von den beiden ist jetzt das Bessere. Und ich habe einfach mal die beiden gegenübergestellt. Ich weiß, das S22 Ultra ist mittlerweile auch schon draußen, beziehungsweise es folgt bald das S23. Und wenn man aber den Tests glauben darf, dann ist das S21 Ultra hier auf der rechten Seite von der Fotoqualität her tatsächlich etwas besser als das S22 Ultra. Außer vielleicht was den Zoom betrifft. Hier haben wir einen optischen 10-fach-Zoom verbaut. Beim Google Pixel ist es halt nur ein optischer 5-fach-Zoom. Und ich glaube, wir reden gar nicht mehr lange drum herum. Wir schauen einfach mal die Videos an und schauen mal, wie sich die beiden Smartphones da geschlagen haben. Vor allen Dingen auch, was die Fotos betrifft, die ich dann erstellt habe. So, dann starten wir mal mit dem großen Video- und Fotovergleich. Ich habe es so gemacht, dass ich anfangs erstmal ausgeblendet habe, welche Kamera welche ist, und dann später blende ich das ein. Das heißt, das wechselt auch die ganze Zeit hin und her. Das muss also nicht immer das gleiche sein. Ganz einfach, damit man unvoreingenommen mal einen Eindruck, erwecken kann, welche Qualität wo abgeliefert wird. Ja, man sieht es schon, hier bei der Videoqualität, da schenken sich die beiden Kameras nichts. Beide machen wirklich gute Videos. Ich finde aber, dass das beim Samsung jetzt etwas kräftiger aussah von den Farben her und dass das Google Pixel 7 Pro generell etwas höher belichtet. Das ist jetzt natürlich kein Problem. Man kann ja mit Software eingreifen und mit Apps, die halt speziell fürs Filmen entwickelt worden sind. Aber ich habe mir gedacht, ich mache halt diese Aufnahmen hier mit der Standardkamera. Das heißt, alle Aufnahmen sind völlig unbearbeitet und auch mit der Standard-App aufgenommen worden, egal ob es jetzt die Fotos waren oder auch die Videos. Und was mir halt aufgefallen ist, als ich hier diese Reihe zusammengestellt habe, dass die Qualität oder der Sieger bei der Qualität immer hin und her springt. Also es hat sich nicht klar ein deutlicher Sieger definiert, weil ich hätte eigentlich gedacht, dass das Samsung S21 Ultra von der Qualität her wesentlich besser sein dürfte, obwohl ich wusste, dass das Google Pixel 6 damals schon gute Fotos geliefert hat. Aber hier war es so, bei einigen Filmen oder auch bei den Fotos war es so, dass das Samsung mal etwas besser war, mal war halt das Google Pixel 7 etwas besser. Natürlich ist das auch immer so eine persönliche Entscheidung, da ich hier ja keine Labormessungen mache, sondern einfach frei entschieden habe, oh okay, das gefällt mir besser oder das gefällt mir besser. Hier in dem Fall gefällt mir jetzt das Samsung wieder wesentlich besser, weil halt die Farben intensiver sind. Aber ich finde, dass das Google Pixel detailreichere Aufnahmen macht. Später bei den Fotos wird man dann sehen können, dass es bei einigen Situationen so war, dass das Google Pixel wirklich versagt hat. Und dann dachte ich, okay, das ist jetzt halt eine Eigenschaft, die kann das Google Pixel einfach nicht. Und bei dem nächsten Foto war es dann wiederum so, dass das Google Pixel wesentlich besser war als das Samsung S21 und das Samsung hatte in dem Fall dann komplett versagt. Deswegen, es ist ganz, ganz schwierig, hier eine eindeutige Entscheidung zu treffen. Aber schaut einfach mal selber. Sucht euch aus, welche Seite von den beiden euch besser gefällt und wo ihr denkt, okay, die Videoqualität oder die Fotoqualität, die gefällt mir persönlich jetzt besser. Und später wird ja dann eingeblendet, um welche Kamera es sich handelt. Was ich dazu sagen muss, bei dem Samsung S21 habe ich die ganze Zeit mit dem Osmo Mobile 3 gearbeitet und bei dem Google Pixel 7 halt mit dem Osmo Mobile 6. Ich habe gleich aber auch mal eine Aufnahme gemacht. Ich sage euch dann, wenn es soweit ist, wo ich komplett ohne Gimbal gearbeitet habe, also nur mit dem Kamerastabilisator gearbeitet habe. Und da war ich komplett überrascht, denn das Google Pixel 7 Pro hat einen hammermäßig starken Bildstabilisator. Also ich glaube, ich hätte die ganzen Aufnahmen auch fast schon ohne diesen Gimbal machen können. Wobei das natürlich ein elektronischer Stabilisator ist. Aber da war ich wirklich, wirklich von überzeugt. Wie gesagt, gleich kommt dieser Videoausschnitt, dann sage ich euch nochmal Bescheid. Genau, da ist es, wo man hier die Treppe hochgeht. Und das ist normalerweise selbst mit einem Gimbal extrem schwierig, dass das wackelt.
Die beiden Aufnahmen sind jetzt ohne Gimbal gemacht worden und man sieht, wie das S21 Ultra hier am Kämpfen ist. Und beim Google Pixel 7 Pro ist das fast wie mit einer Drohne, als wenn man langsam mit einer Drohne da hochfliegen würde. Also sensationell, wirklich. Und bei den Fotos, wie gesagt, generell fand ich, dass das Google Pixel 7 Pro eine etwas höhere Schärfe hat, etwas farbenfroher ist und auch mehr Kontraste bietet. Und das S21 Ultra, das Samsung, ist halt etwas ausgewogener. Gut, das war jetzt ein Foto, was mit Zoom gemacht worden ist. Da ist der echte Zoom vom Samsung S21 Ultra natürlich dem digitalen Zoom vom Google Pixel 7 Pro überlegen. Und insgesamt bei den Fotos am Tage gefiel mir aber dennoch das Google Pixel 7 Pro besser. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, es ist so ein Quantensprung wie von einer kleinen Kompaktkamera auf eine Spiegelreflex, sondern es sind halt immer minimale Unterschiede gewesen und man sieht sie auch nur im direkten Vergleich, also wenn man beide Fotos nebeneinander stehen hat. Wenn ihr eines von beiden Kameras besitzt oder eines von beiden Smartphones besitzt, werdet ihr mit der Bildqualität von beiden zufrieden sein. So, bei den Nachtaufnahmen sieht man es ebenfalls. Hier hat mal die eine Kamera gewonnen, mal die andere Kamera. Das war's mit dem Foto- und Videovergleich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und lasst gerne einen Kommentar oder Abo da. Vielen Dank.